Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Hitman Absolution. Ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gestartet und meine Eltern waren der Meinung, hey, wir platzen jetzt einfach mal ins Zimmer rein. Was ich nicht toll finde. So, da ich euch die Cutscene nicht vorenthalten möchte, hier nochmal die Cutscene. Oh, verdammt. Okay. Ich war halt schon mitten im Spiel, ne? Wir sind jetzt hier nach Rennen und Erleben, ne? Hier Roseville. So. Sehr schön. Jetzt kommt die Cutscene. Natürlich, wir brauchen einen neuen Anzug. Unser ist ja schließlich abgeranzt. Verdreckt. Ah, der ist sauber. Cool. Den nehme ich. Es ist so leer hier ohne die Kinder. Ich wünschte, ich hätte sie auf den Ausflug begleiten können. Paradise, Rosewood. Sie sind es. Da bin ich aber froh. Victoria ist krank. Kaum geht es aufwärts da. Da atmet sie plötzlich nur noch ganz flach und die Ärzte wissen nicht, was ihr fehlt. Ihre Kette. Ach so, die liegt auf der Kommode. Der Verschluss war kaputt. Ich habe ihn repariert. Ja, Leute, warum diese Kette so wichtig ist, werden wir auch noch erfahren. Hat irgendjemand nach ihr gefragt? Nein. Schüsse. Sie sind hier. Ich muss Victoria hier wegholen. Wo ist der sicherste Platz im Haus? Im Keller, würde ich sagen. Dann gehen Sie dorthin. Ich komme mit Victoria nach. Ja, ja, natürlich. Oh Gott, möge uns beistehen. Oh. Komm. Danke. Sie sind zurückgekommen, wie Sie es gesagt hatten. Ich hatte solche Angst. Tja, ja, Leute, wir müssen jetzt erstmal Victoria zum Fahrstuhl tragen. Das kann man noch nicht sehen. Hier in dem Bereich liegt auch nichts rum. Wir können uns auch nicht wehren, falls jetzt irgendwelche Leute irgendwann mal um die Ecke kommen. Waren das Schüsse? Psst, leise. Ich habe Diana versprochen, auf dich aufzupassen. Ja, jetzt laufen wir so lang, freuen uns und sehen, dass da vorne ein Fahrstuhl ist. Moment, hört ihr das auch? Oh oh. Was ist das für ein Geräusch? Gott, bitte lass uns das sehen, bitte, bitte, bitte. So ist Wayne eben. Der Kerl mag's gerne blutig. Das macht ihn an. Widerling. Vermutlich wurde er deshalb noch nie geschnappt. Er setzt immer noch einen. Naja, wir können durch. Die werden uns auf jeden Fall nicht finden und ausschalten. Das ist schon mal das Gute. So, fahren wir in den Keller. Soll ja der sichere Ort sein. Das war schon zu... Oh nein. Oh Gott, guckt mal da hinten oben. Ich muss den Strom wieder einschalten. Schwester Mary wartet im Keller. Dort treffen wir uns. Schnell hoch. Ja, da halten sich... Was zum Teufel sollen wir tun? Was wir angefangen haben. Na los, gehen wir. Wir müssen das Mädchen finden. Sie machen ihn ganz schön fertig. Tja, wenn wir sie nicht finden, reißt Wade uns allen den Arsch auf.
sie haben. Gott, das ganze Blut. Ja, ja, wir nehmen hier alles auseinander. Noch nicht. Noch keine Spur. Noch jetzt. Kein. So. Der ist schon mal weg. Wir können ihn praktischerweise auch gleich hier nebenan loswerden. Und diesmal werde ich es ein klein wenig anders machen. Ich habe schon die Idee. So, erstmal hier verkleiden. So, wie immer. So, hier haben wir eine Bibel. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt taktisch gut hin. So, hier haben wir nochmal eine Ares. Brauchen wir die Bibel. So. Wir haben hier ein Messer und daneben an eine Feueraxt zu liegen. Soweit, so gut. So, ich weiß auch, dass wir das da vorne kaputt werfen können. Das da. So, damit kommt der nämlich dahin. Na los, dreht euch um. Dreht euch um. Da war nichts. Da war nichts. So, wir haben jetzt noch eine Feueraxt. Alles easy, Leute. Geht mal einer nachgucken, bitte. Zack. Der nächste weg. So, der Kerl wagt sich relativ weit vor, ne? Erlösen wir ihn doch von seinem Leid. Sehr schön. So, und alle drei taktisch ausgemesselt. Wir sind noch nicht gesehen worden und haben schon 4 Leute gekillt. Bösewichter wohlgemerkt. So, auf jeden Fall das Messer nehmen wir mit. Das ist klein und unauffällig. Das können wir gut transportieren. Ach ja, die Geisel, die da liegt, die können wir leider nicht losschneiden. Hab's schon probiert. Auf so ziemlich jede erdenkliche Art und Weise. Finde ich schade. So, erstmal Messer weglegen. So, und den schleppen wir jetzt noch bis nach da ganz hinten. Aber wir haben leider keine andere Möglichkeit, den loszuwerden. Da ist auch noch ein Spielzeugroboter, der ist auch geil. Der läuft nämlich rum. Und, also wenn man ihn wirft, läuft er dann rum und das ist ganz lustig. So, hier überall Nonnen und Blut und noch mehr Blut und meine Güte. Haben die hier mit Schrotflinten gearbeitet oder was ist los? Heilige. Axt, natürlich. Heilige Axt. Die Axt hängt bei ihm immer noch im Kopf drin. Oh Gott, ist das geil. So, können wir noch eine andere verkleiden? Ja, tatsächlich, wir können eine mit Maske nehmen. Oh, sehr geil. So, den guten Herrn hier können wir ja nicht losschneiden. Haben schon alles probiert. Der hängt hier leider fest. Ich will ihn auch nicht umbringen. Ich meine, er ist ein guter. Das wäre dämlich. So, und wir müssen hier Folgendes sammeln. Wir haben noch eine Spritze. So, wir müssen Sicherungen sammeln. Ein paar Stück. Das ist ein Schrank. Ist er gegen Spritze tauschen? Wie jetzt ernsthaft? Das Pfeil vom Messer, das ist für ihn schon interessant. Wir haben Blut gefunden. Können wir den jetzt so killen? Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Aber okay, kein Problem. Zack. Und alles wieder sicher. Mist, stimmt, die Blutlachen, die sind ja da vorne. Nee. Doof.
Aber die Spritze kann man anscheinend mehrmals benutzen. Das ist ja geil. Das ist ja wirklich sehr, sehr geil. Haben die noch im Inventar, ne? Ja, Tatsache. Haben die Spritze immer noch im Inventar? Hä, ist ja mega geil. Gut, Messer ist aber das OP-Item schlechthin, weil es kann man überkrass werfen. Also, auf alles. Kann die Spritze jetzt immer noch benutzen? Ist ja der Hammer. Also mit der Spritze kann man quasi alle Leute schnell und leiser dolchen. Aber wir tauschen es mal gegen das Messer. Mit der Spritze kann man nicht so gut werfen, glaube ich. Noch ein? Nee, wir haben nichts weiter, ne? Nee, scheiße. Entschuldigung, Mist. Das böse Wort mit S, das möchte ich... Ach nee, stimmt ja, wenn man sprintet. Wenn man sprintet, dann, naja. Lässt er die Leiche fallen. So, wir sind schon mal bei... Wir sind schon mal gut vorangekommen. Ich glaube, bei dem Rest müssen wir uns aber durchschleichen. Das wäre zu aufwendig, die alle niederzumetzeln. Außerdem bringt es uns ja nichts. Wir sind ja schon... Naja, getarnt und... Es ist ja nichts weiter großartig jetzt hier im Weg. Also wenn jemand im Weg ist, dann räumen wir den natürlich aus dem Weg. Aber solange wir es verhindern können, Leute, ist es, glaube ich, wirklich deutlich sinnvoller, das, naja, sein zu lassen. Ich meine, man muss das ja nicht strapazieren und sich dann, naja, schon quasi selber töten. Da liegen übrigens Waffen drin, aber die ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Weil die mir jetzt gerade unwesentlich egal sind. So, hier rechts... hier vorne rechts gleich nochmal. Das ist eine Babyrassel. So. Da vorne. Hier ist ein Revolver. Hier, die könnten wir alle töten. Alle. Sogar relativ einfach. Das wäre nicht mal groß aufwendig. Wir haben nämlich eine volle Leiste. Und wir haben zwei Pistolen. Die haben mehr als genug Munition. Aber ich mach's jetzt mal nicht. Das wäre... Ich kann die gar nicht alle verstecken. So, Tarnung. So, haben wir hier noch ein Zimmer? Hä? Da hinten ist er. Ach, da hinten. Ich wollte eigentlich nur kurz wissen, was das so geleuchtet hat. Der Roboter war es, okay. Da liegt noch eine Feueraxt. So, da ist noch einer. Da vorne ist noch eine Zelle. Da ist noch eine Sicherungs... Ach Gott, eine Sicherung. So, nehmen wir die mal mit. Können wir die hier gerade nehmen? Ja, können wir. Ah, da kommen welche. Gut, nee, dann lassen wir das. Ansonsten hätte ich den jetzt auch noch schnell niedergemetzelt und weggebracht. Nennen wir es mal weggebracht. Was haben wir hier? Ah, es ist Propangas. Ducken, danke. Ich muss nach da hinten. Da können wir meinen auch entsorgen. Da können wir sogar unendlich viel entsorgen. Da ist so ein Lüftungsschacht. So, ich... Bin auch mal getarnt jetzt. Hey, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Und dir? Ja, mein Doktor. Hey, du bist aber ein unhöfliches Arschloch. Ey, beleidige mich mal nicht gleich. Nur weil ich bin. So ein Anus. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Sie sieht uns nicht gleich. Das ist total abartig. Mir gefällt das nicht. Das ist ein Geheimraum. Hey, haben wir nicht in den 90ern einen flotten Dreier gemacht? Benimm dich ganz normal. Du bist echt peinlich. Geh mal schön weiter. Wir müssen die Tür nämlich benutzen. Also müssen wir nicht, aber hier liegt die letzte Sicherung. So, wo ist jetzt unser Ziel? Ah, hier vorne gleich, hier vorne, sehr schön. So, hier können wir einfach durchgehen. Kein Problem weiter. Wir lauschen jetzt mal nicht die ganzen Gespräche. Das wäre unwesentlich aufwendig. Was war das für ein Geräusch? Hier ist noch ein Hebel. Ziehen wir den Hebel schnell? Okay, wir haben den Fahrstuhl wieder in Gang gesetzt. Wer sind Sie? Oh oh, das sieht nicht gut aus.
Oh nein, es ist Wade. Was ist los mit dir? Ich mag es, wenn du dich wehrst. Mach schon, wehr dich, Baby, wehr dich! Hey, Wade! Ich bin jetzt aber auch mal dran! Papas Hosenpisser. Oh Mann, du wedelst sicher schon den ganzen Tag mit dem Schwänzchen. Halt mal, Wade! Wow! Oh nein. Oh. Hältst dich für einen harten Kerl? Hm? Harter Kerl? Komm schon, bist du ein harter Kerl? Na komm, bist du ein harter Kerl? Nein. Komm schon! Lass mich! Okay, ich zeig's dir! Halt's Maul, Schlampe! Oh. Und ich stieß dich am Hinterteil auf! Okay, alle zusammen, mach Platz für Schlappschwanz Danny, komm schon! Weißt du was, Wayne? Jetzt! Oh, oh mein Gott! Ich hab Blut an den Händen, Wade! Na, seht ihr das? Die ist geplatzt wie eine Wassermelone! Lenny! Ha? Ich sag dir was, Lenny. Das machen besser die Erwachsenen weg. Ihr Jungs seht dabei zu. Gute Arbeit, Lenny. Gute Arbeit. Die Waffe, die er hat, ist übrigens Lennys Derringer. Oh, guck mal, MP. Wow, guck mal, MP. So, hier liegt noch ein Messer rum. Wenn ich mich beeil, kriege ich beide mit dem Messer. Keine Chance. Absolut keine Chance, Bro. So, wo war jetzt hier da hinten? Ich meine, der hat uns gerade mal einmal getroffen, ne? Und der hatte eine MP. Jetzt stellt euch mal vor, die haben eine Pistole, eine stinknormale. Dann treffen die uns gar nicht. So, hat er seine Waffe jetzt hier irgendwo fallen lassen? Da ist. Da haben wir jetzt eine Dual-MP. Sehr schön. Das wollte ich jetzt eigentlich damit auch nur so zwecken. So, dann können wir den jetzt noch wegschleppen. Wir können uns eigentlich auch mal als der da vorne verkleiden. Der hatte so einen schwarzen Anzug irgendwie. Ich lasse den mal gleich kurz fallen, so. Zack. Dann gehen wir jetzt mal hier auf... Wo war das? War ich nicht gerade noch Verkleidung irgendwie? Hm, nur von dem hier. Okay, schade. Nee, die will ich nicht. Zieh den mal kurz weg. Hier passiert ja nichts weiter. Ist ja alles kein Problem. Hier, jetzt können wir uns jetzt sehr verkleiden. Achso, der hatte nur schwarze Handschuhe. Okay. Naja, dann leiste mal deinem Bro Gesellschaft. So, los, Jan. Also das mit dem Messer, das ist einfach unfair, Leute. Das ist einfach unfair. Kannst du alle mit ausschalten, ohne Probleme. Ah, hier liegt noch eine MP. Ach, schön. Maschinenpistole und Munition. Die werden wir auch gleich ein bisschen benutzen. Ich überlege gerade, ob ich die hier nicht einfach alle über den Haufen baller. Würde alles echt einfacher machen. Die da zum Beispiel. Oder ich kann euch ja mal nochmal den Bullet Time zeigen, wie er halt jetzt funktioniert. Weiß noch, hier ist noch ein Messer. Oh, das kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, Leute. Das ist zu schön. Das ist zu schön und zu einfach. Und hier ist noch ein Messer. Wir haben Messer ohne Ende. So, nehmen wir mal hier die Beweise mit. So, mit V wieder wechseln. Beweisesammler. Die anderen Beweise übrigens, es gibt ja hier zwei. Die waren in dem Level gerade eben davor. Und zwar da, wo die ganzen Leute waren. Da in der Mitte lagen Beweise. Das halte ich jetzt allerdings für eher unwichtig, die Beweise zu sammeln. Und die verstecke ich jetzt auch mal nicht, weil ich keinen Plan habe, wo ich die verstecken kann. Müsste ganz am Anfang wahrscheinlich nochmal was gewesen sein. So, hier haben wir wieder noch ein paar Leute. Die uns diesmal aber nicht interessieren. Jedenfalls nicht mehr als sonst. Weil die sind unwichtig. Die sind jetzt einfach an denen vorbei und schick es. Die lassen wir mal am Leben. Immer so ausnahmsweise. Es lohnt sich halt nicht, ne? So, jetzt wird's lustig. Denn steht er. Das ist Victoria und das sind Gegner. So, wir können jetzt schnell sein.
und es schaffen, hier hinten lang zu gehen? Also ich schalte ihn immer gerne total lautlos aus. Einfach weil es ultra gut ist. Und weil es einfach die einfachste Methode ist. Wir schalten das aus, gehen hier durch. Man muss sich nur am Anfang kurz ein bisschen umgucken. Die uns fertig machen? Pah! Kinderkram. Leute, Kinderkram. So, da steht er. Woher weiß er das jetzt nur? Dieser Schalter überhitzt den Heizkessel. Und ratet, wo er gerade dran steht. Er ist schon tot, keine Sorge. So, nehmen wir mal sein Auto mit. Keine Sorge, Leute, der stirbt auch noch. Hope, South Dakota. Sie sind weit weg von der Heimat. Ich hab was abgekriegt. Wie ist denn das passiert? Wenn er übrigens erschossen hätte, wäre nur dieses "Ich hab was abgekriegt, wie ist denn das passiert" gekommen. Der Rest der... also... und dass Lenny halt abhaut. Aber dieses Durchsuchen, das kommt, also dass er ihn wirklich so durchsucht, das kommt nur, wenn man ihn halt so tötet. Jedenfalls war es bei mir letztes Mal nicht da, als ich ihn erschossen habe. So, die Auto ist neu. Die kriegt man auch nur ganz am Ende, ganz kurz. So, Rosewood-Wächter. Da hätten wir den Kerl, der gefesselt ist, töten müssen. Die Flasche haben wir nicht aufgesammelt, die haben wir aber auch gesehen. Den Benzinkanister habe ich noch gar nicht gefunden. Den Spielroboter habe ich nie aufgehoben. Und ansonsten haben wir alle Waffen. Sehr schön. Das ist doch was. Und hier ist übrigens guter Samariter, indem wir halt die beiden Leute töten und ihn am Leben lassen. Jo. Cutscene-Time. Sein Autoschlüssel. Die Fahrt führt uns also nach Hope. In South Dakota. Mal schauen, was wir dort anrichten können. Warten Sie. Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst Sie sind unverletzlich. Unsere schönen Silverballers. Und da sind wir in South Dakota. Oh, Birdie. Sieh, Melina. Ja, ja, du bist so schön. Na, der berüchtigte Birdie. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich hier rauszuschleppen. Hey, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Es geht um diese Entführung. Ich fürchte, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Ach, Birdie, warum so besorgt? Lassen Sie sich mal ansehen. Kann ich so einem Gesicht trauen? Dom ist tot. Dank diesem Glatzkopf. Und das bedeutet, dass Sie jemanden brauchen, der sich auskennt. Und da gibt's keinen besseren als mich. Habe ich recht?
Nein, da irren Sie sich gewaltig, denn ich habe das Mädchen. Ich brauche Sie also gar nicht, oder? Warten Sie. Bleib cool, Mann. Sie müssen mir zuhören. Also, Sie verstehen mich ganz. Wenn Sie den Meistbietenden suchen, dann kann ich den beschaffen. Sowas kann ich gut, Mann. Ach, wirklich. Glauben Sie etwa, mir. Ich würde Ihr Telefon nicht abhören, ha? Oh, hey, scheiße. Hey. Ach ja, ein herrliches Tag. Dordi, wer ist, wie war Ihr Name doch noch gleich? Jade. Wer ist Jade? Fick dich! Nein, das war die falsche Antwort. Ich liebe dieses Land. Hier kann ein Mann wirklich alles werden, vorausgesetzt er hat das Hirn und die Eier dazu. Okay. Die alte so eine Agency schlampe. Die Agency? Heißt das, es gibt eine Verbindung zwischen der Agency und Victoria? Ja. Was ist denn los? Das sind sehr gefährliche Leute, Mann. Die finden sie, wenn sie sie verarschen. Aber wenn ich ihr Mittelsmann wäre, dann verstehen sie denn nicht. Wenn die bereit waren, sogar einen Killer zu bezahlen, dann ist sie doch bestimmt Millionen wert. Millionen! Ich überleg's mir. Jetzt verschwinden Sie, Birdy. Sie haben mir sehr geholfen. Aber wenn ich Ihre Visage noch mal sehe, dann begrabe ich Sie auf der Stelle. Das verspreche ich. Ich halte mein Wort. Alles gut, Mann. Alles gut. So ein Verräter. Du denkst so, du kannst mich abservieren, was? Daraus wird nichts, Mann. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, und die Überraschung sind wir. Genauer gesagt, ich habe eine Überraschung für alle. Ja Leute, mit diesem epischen Ausblick war es das für diesen Part von Hitman Absolution. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich über Kritik, Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr mich lieben gerne abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, peace out. Bei Raccoon Stay Play.